Hallo Jutabis und herzlich willkommen zu Folge 2, in Anführungszeichen, wenn man so will. Ich werde das Ganze einfach als X10-Thema benennen, ihr habt das jetzt auch im Bild so. Und wir werden das ein oder andere Thema immer mal angehen, ich mache das aber nicht täglich, zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. So wie ich Zeit habe und wie mir was einfällt und wie es was gibt, wo ich sage, ja, darüber könnte man mal spontan reden, werde ich das, denke ich, auch machen. Da ich ja täglich immer mal rüberblicke, was bringt die GameStar News und nicht nur die, sondern andere, bin ich heute schon wieder bei denen auf ein Thema gestoßen. Das ist reiner Zufall. Ein Artikel, irgendeiniger Plus-Artikel oder so. Ich werde auch in Zukunft da nicht zahlen, geschweige denn überhaupt mir nochmal einen neuen Account zulegen. Aber die hat was ganz Interessantes, nämlich barrieregerechtes Gaming. Jetzt ist es so, dass alles, was Behinderung und Barrierefreiheit angeht, ein riesengroßes Thema ist, und zwar nicht nur bei Spielen, obwohl wir bei Spielen natürlich am ehesten dran sind. Also ich als, naja, mehr oder weniger inaktiver Let's Player, bin ja immer daran bemüht, Spiele zu spielen, die zu präsentieren, dabei Spaß zu produzieren und so weiter. Aber wie sieht das aus für diejenigen, die das nur für sich selbst spielen wollen und schon allein mit dem Spielen an sich ein Problem haben? Wenn beispielsweise jemand einen Shooter spielen will, aber das Fadenkreuz rot ist und er rot-grün blind ist. Ne? Im normalen Alltag, das ist ja keine Behinderung, wo man denkt, da läuft jemand am Stock oder im Rollstuhl oder dem fehlt ein Auge oder sonst was, wo wir sagen müssen, geht eklig, will ich nicht oder so, ne? Wo die meisten Menschen sofort empfindlich reagieren. Was ja, naja, mehr oder weniger menschlich ist, ne? Gerade dann, wenn man keinen Kontakt zu Behinderten hat. Und wir reden ja nur von physischen Behinderungen, nicht mal von geistigen. Aber wie sieht das für so jemanden aus, der halt einfach den Unterschied nicht erkennen kann? Oder wie ist das, wie ist ein Spiel wie, ich weiß nicht, Elder Scrolls Skyrim für jemanden, der taub ist? Ne? Der sieht zwar auch noch schöne Landschaften, ne? Jetzt stellt euch vor, er ist taub und rot-grün blind. Ne? Das, also, ja, aber ich möchte mir die Frage stellen, ob wir nicht ein Brett vor dem Kopf haben. Also wir vermeintlich gesunden Menschen, ne? Die GameStar zitiert da was von 5-10% der Bevölkerung haben irgendeine Behinderung. Da muss man jetzt sagen, da zählen noch alle die so Teilbehinderung und was weiß ich haben und Berufshemmnisse vom Arbeitsamt und weiß ich, weil sie kaputte Wirbelsäule und so haben. Ich würde jetzt nicht jeden Dachdecker, der nach 30 Jahren einfach ein kaputtes Kreuz hat, jetzt mal in Behinderung ansehen. Obwohl das natürlich auch schlimm ist, aber die können ihren Weg durchs Leben im Allgemeinen ganz normal gehen. Ich möchte vor allem den Fokus mal auf diejenigen legen, die wirklich Probleme haben im Alltag, die wirklich das Leben an sich eine echte Herausforderung darstellt, das für uns ganz normal ist und selbst für kleine Kinder. Ich habe mir gerade so vor der Aufnahme überlegt, wie wäre das jetzt hier zum Beispiel, das Haus zu betreten, in dem ich wohne, wenn ich einen Rollstuhl habe. Ich wohne im Erdgeschoss, glücklich, alles gut in der Wohnung. Gut, müsste ich komplett andere Innenausstattung und so weiter haben. Aber wie gestalte ich das zum Beispiel nur in das Haus reinkommt? Denn vor dem Haus gibt es da so einen kleinen Sockel von 10 cm Höhe mit einem Rollstuhl. Wenn man da so einen Tag lang, von der Uni will ich gar nicht reden, da gibt es auch genug nicht barrieregerechtes. Und ich einen sieht man da ja, der im Rollstuhl da zur Uni geht und den bewundere ich. Das ist, muss eine unglaubliche Anstrengung sein. Hoher Respekt dafür allein schon. Aber wenn man sich vorstellt, nur diesen einen Sockel von 10 cm mit einem ganz normalen Rollstuhl oder vielleicht noch mit einem elektrisch betriebenen oder sowas, das kann schon eine echte Herausforderung sein, wo ich mir die Frage stelle, muss das eigentlich sein? Wir stellen uns vor, Barrierefreiheit heißt, ein behinderter Mensch kann überall seinem Leben genauso nachgehen wie ein Nichtbehinderter. Und wir reden jetzt erstmal nur von dem Level derer, die physisch behindert sind. Wir reden noch gar nicht von geistig Behinderten, wo nochmal eine ganz andere Herausforderungsstufe auf die Gesellschaft auf uns zukommt. Stichwort Inklusion. Wir stellen uns das einfach mal vor, wir wären im Rollstuhl. Ich wohne jetzt hier in Dresden, sächsische Landeshauptstadt, da möchte man meinen, bei 500.000 Einwohnern und mit so vielen Ämtern und Behörden funktioniert alles prima, aber schon bei diesen Ämtern und Behörden, wenn da nicht überall ein Fahrstuhl im Gebäude wäre, hätte ich echte Probleme und den erstmal finden und, ne. Oder anders ausgedrückt, als ich im Amtsgericht war, die Vorstellung da reinzukommen über die, na, sagen wir mal, 6 Meter hohen Treppen ist für einen Rollstuhlfahrer gleich null. Das heißt, ich würde vor dem Gebäude stehen und mich fragen, wie komme ich jetzt hier eigentlich rein? Gibt es hier einen Behindertenaufgang? Muss ich da jetzt anrufen? Ne? Wenn das ist, wenn ich unterwegs kein Handy habe oder der Akku alles und schon stehe ich da und ne, könnte niemand einen Gerichtstermin wahrnehmen, so nach Motto. Wäre also ständig auf Hilfe angewiesen. Also schon jemand, der sich, mir ist es ja noch nie passiert, ich kann da gar nicht aus Erfahrung reden, aber schon wenn man sich ein Bein bricht, ne, und nur mal auf einem gebrochenen Bein versucht mitzulaufen, da ist so die, na weiß nicht, 20 Stufen vor dem Gebäude können da eine lebensbedrohliche Herausforderung sein. Eine schmerzhafte, bei der man oben dann dasteht und erstmal durchatmen muss, obwohl man vielleicht ein junger Mann ist oder sowas. Ne? Also relativ unvorstellbar sowas. Und ja, also im Gaming-Bereich sowieso, ne? Stellt euch vor, ihr habt nur eine Hand. Wie spielt ihr die Hälfte aller Spiele? Da braucht ihr dann noch eine 20-Tasten-Maus oder so?
Gut, die gewöhnen sich auch dran und die kriegen das hin, zu spielen auf einem Niveau, wie meiner einer daneben stehen würde. Ob das jetzt reaktionsschnelle Spiele sind oder sonst was, ich würde immer dagegen wahrscheinlich komplett verlieren. Das kann man sich auch eingestehen. Ich bin ja kein kompetitiver, also wettbewerbsträchtiger Spieler. Na, aber es gibt League of Legends Spieler, die haben nur einen Arm oder so. Was weiß ich, das muss man sich mal vorstellen. Wo dann der eine oder andere einen blöden Scherz reißt und eine Hauptsache zum Runterholen reicht's noch. Aha, findet ihr das jetzt komisch an der Stelle? Möchtet ihr mal tauschen oder so? Gerade, also es ist ja nicht so, ich sage das immer, man sollte auch und gerade mit und über Behinderten natürlich auch Witze machen. Das ist doch, die sind doch keine Aussätzigen oder so. Ne, es ist, wenn man über einen Menschen nicht mal mehr Scherze machen kann, dann muss es ihm wirklich beschissen gehen. Dazu stehe ich auch. Das ist eine komische Philosophie für den einen oder anderen. Aber ja, ich stelle mir vor, ich wäre behindert, wenn dann über mich nicht mal mehr Scherze gemacht werden können oder ich nicht mal mehr über mich selber. Ne, ist ja auch blöd, wenn Behinderte ständig über sich selbst. Habe ich auch gesehen, so Menschen, die im Rollstuhl unterwegs sind, die machen dann ihre eigenen Scherzchen vorneweg, um dem Gegenüber die Befindlichkeiten, die Befangenheit abzunehmen. Dabei ist der Gegenüber ein gesunder Mensch und der im Rollstuhl hat eigentlich die Probleme. Das ist dann immer, boah, diesen Anforderungsgrad, nicht nur das physisch durch das Leben zu gehen, sondern auch die Psyche, die mentale Situation durchzumachen jeden Tag, das stellen wir eben gar nicht bewusst dar. Ne? Das ist das, wo ich sage, ja, Barrierefreiheit ist eine schöne Sache für die, die es brauchen. Und die gibt es leider nicht überall. Aber was ist eigentlich mit unserem gesunden Wahrnehmungsbereich im Leben zu sagen, wir wollen Freiheit von Barrieren? Wir möchten doch eigentlich gar nicht mit Rollstuhlfahrern und körperlich und geistig Behinderten in Kontakt kommen in den meisten Fällen. Ne? Sie hackt uns ein Unbehagen ein und wir wollen darüber auch nicht nachdenken. Ne? Nochmal, Stadt Dresden, nur die Vorstellung von hier bis zum anderen Ende der Stadt mit der Straßenbahn fahren zum Beispiel oder mit dem Bus. Straßenbahn habe ich Glück, bei mir im Wohngebiet hier oben die Haltestelle zufälligerweise barrieregerecht in Anführungszeichen, weil der Ausstieg auf der Höhe der Straßenbahn ist. Aber schon in der Innenstadt zum Beispiel, ne, da wo Tourismus und sonst was ist, da gibt es genug Haltestellen, wo ich weiß gar nicht, ich glaube beim Zoo ist es so, bin ich mich nicht irre, oder beim Großen Garten, auf jeden Fall eins von beiden, da war glaube ich überhaupt gar keine, könnte doch sein, ich mir jetzt irre, dann entschuldige ich mich, aber es gibt genug Haltestellen, wo es ist, wo auch behinderte Menschen hinwollen mit Sicherheit, das ist logisch, wo eben die Haltestelle dann erstmal 20 Zentimeter tiefer ist als die Straßenbahn. Ne, das ist doch ganz normal, dass dann jemand mit dem Rollstuhl ein Problem hat. Ne, der muss dann automatisch vorne einsteigen oder hinten oder was auch immer, dann muss der klingeln und dann muss erstmal der Straßenbahnfahrer kommen, weil nur der den Schlüssel hat, um diese hässliche Klapptret-Eisenplatte da hinzustellen, damit einer da sehr instabil runterfahren kann, beziehungsweise rauffahren kann, ist ja dasselbe in Grün. Ja, also gerade so Umstieg, Haltestation hier in Dresden, das ist Taranter Straße, wo immer vier Studenten so weit stehen, wenn da einer im Rollstuhl ist, ist es jedes Mal so. Ne, da denke ich mir auch, und ich hatte ja vor ein paar Folgen für Junior irgendwie vor einem Monat oder so mal das mal erzählt, die Situation, wo da einer aussteigen wollte, mehrfach getrickt hat, so eine ältere Frau, die wahrscheinlich auch geistig nicht ganz auf der Höhe ist in ihrem Rollstuhl, die wollte da raus, da wollte die Straßenbahn schon wieder weiterfahren, wo ich dann die Hand zwischen die Tür und so, dann stopp, hallo, hier will jemand raus, musste ich zweimal auf die Gesprächswunschtaste und so weiter drücken, damit mal einer mal reagiert, und dann kommt so die Fahrerin, meistens sind es ja Frauen und meistens haben sie 180 Kilo Übergewicht gefühlt, so also ganz murrig zur ersten Tür, die nur wirklich 3 Meter weiter ist von ihrer Fahrkabine, hinter und sagt, ja, ich weiß gar nicht, was sie sich da beschwert, wo ich sage, du kannst trotz Übergewicht noch durchs Leben gehen, aber hier ist eine Rollstuhlfahrerin, die hat ganz andere Probleme. Wo ich mir denke, also, das regt einen auf. Ne? Wo wir uns auch mal die Frage stellen müssen, nicht nur bei Videospielen, sondern im allgemeinen Leben, man stelle sich nur vor, eine körperliche Behinderung, ein gebrochenes Bein oder im Rollstuhl oder es fehlt ein Bein oder es fehlt ein Arm oder man ist blind oder taub. Ne? Für mich die schlimmstmögliche, ich könnte damit leben, keine Beine zu haben wahrscheinlich. Im Rollstuhl durch die Gegend, gut, so lange, bis man es machen muss, kann man sich das vorstellen. Für mich wäre die schlimmstmögliche Vorstellung wahrscheinlich, blind zu sein. Ne, taub kann ich mit leben oder nichts mehr sagen, da würdet ihr euch alle freuen, wenn hier nur noch Text-LPs kommen oder so. Oh Gott, die Vorstellung. Ne, aber stellt euch vor, von heute auf morgen verliert Gronkh seine Stimme. Bumm. Ne, das ist... Was nun? Ja, wenn ihr durch euer Leben geht, ne, ich studiere Lärm, wenn ich von morgen, heute auf morgen einen Autounfall habe und der Kehlkopf wird zerquetscht oder was weiß ich, ne, oder Straßenbahnunfall etc. pp., was auch immer passieren kann im Leben, auf einmal keine Stimme mehr, das ist Lärm, sofort Geschichte, ne, das ist, und das kann ja schnell gehen. Aber das sind, wie gesagt, nur die physischen Behinderungen, jetzt stellt euch vor, ihr habt dann vielleicht noch eine geistige Behinderung oder so. Ne, das muss ja gar nicht mal irgendwas ganz, ganz Schwerwiegendes sein, dass ihr wirklich gar nicht auf der Höhe der Zeit seid, sondern nur, dass ihr Verhaltensstörungen habt, leicht, ne, wie wir sagen würden, einen Tick oder so. Oder dass ihr Konzentrationsstörung habt, ne?
dass ihr ständig nervös seid. Ich meine, gefühlt scheint ja jeder zweite Schüler heute an ADHS zu leiden oder an Leserechtschreibschwäche und was weiß ich. Das wird ja heutzutage in Massen diagnostiziert, wo ich jetzt auch mal ganz bewusst mich bei den Schülern wieder unbeliebt mache und sage, nehmt es mir nicht übel. Aber ganz ehrlich, gefühlt hatten das auch meine Mitschüler alle. Also das ist kein Grund. Ne? Ich hatte es schon mal das Beispiel erzählt, wie ich einem Schüler, der Leserechtschreibschwäche hat, dann gesagt hat, das ist schön, aber das ist kein Grund für dich, die Aufgabe nicht trotzdem zu versuchen. Denn du stehst jetzt 2 Jahre vom Abschluss entfernt, willst danach vielleicht noch das Abitur weitermachen, nach der 10. Klasse. Da möchtest du jetzt aber dann mal dich bemühen, weil das wird ja nicht leichter, wenn du nichts machst. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Also ransetzen. Und außerhalb von allem, was mit Lesen, Schreiben zu tun hat, war ja klasse, ist ja geistig voll auf der Höhe. Aber man muss eben auch, ne, so wie das im Unterricht ist, wenn man gut in Sprachen oder so ist, man muss trotzdem seine Mathe, Physik, Chemie und so weiter auf ein Mindestniveau bringen. Ne, zumindest bis zum Schulabschluss, wo man seinen NC hat und was weiß ich nicht alles, so ist das nun mal. Was ich auch machen wollte, sobald ich jetzt gleich einen Schluck trinke, ist die Geschichte, wie ich in meinem Leben zum ersten Mal einen behinderten Menschen kennengelernt habe. Das war in der Grundschule, im Alter von 6 Jahren. Eine Mitschülerin. Die hatte irgendwann mal, ich weiß es nicht, Autounfall oder sonst was gehabt, keine Ahnung. Ich kann mich bis heute nicht an den Namen erinnern, ich war bloß ein halbes Jahr in der Klasse. Wegen Umzug und die hatte an der rechten Hand nur noch den Daumen und den Ringfinger. Jetzt, während ihr das hört, streckt mal die rechte Hand aus und berührt mal mit dem Ringfinger der rechten Hand den Daumen. Und jetzt stellt euch vor, der kleine Finger, der Mittelfinger und der Zeigefinger, die existieren nicht. Als ich das erste Mal gesehen habe mit meinen 6 Jahren, ich kannte sowas wie Behinderung nicht, da war ich einfach erschrocken. Ne, man ist ja in dem Alter, so gerade mal im Alter, wo man jetzt bewusst Erinnerungen hat und sich an Dinge erinnern kann und sich abspeichern kann. Ne? Wenn ich meinen Sohn von nicht mal ganz 2 Jahren ansehe, bin ich auch immer erstaunt, wie bewusst der mich wahrnimmt und alles, obwohl ich genau weiß, dass einfach das Gehirn das alles nur, naja, sagen wir es mal eher als Prägung aufspeichert, dass er bestimmte Gesichter und so weiter erinnern kann, aber dass er jetzt nicht wirklich ein aktives und voll empfängliches Bewusstsein hat. Es entwickelt sich ja erst. Das Bewusstsein ja, aber nicht das Speichervermögen dabei. Und jetzt stellt euch vor, wenn ihr da mit euren 6 Jahren zum ersten Mal so einen Menschen begegnet, noch ein Mädchen, vielleicht hat das dafür gesorgt, dass ich bei Frauen immer besonders sanft und freundlich bin, aber also meistens, ja, und die steht da und immer ein netter Mensch, hilfreich, lächeln, die muss mit ihren 6 Jahren daran schon seit jahrelang gewöhnt gewesen sein, denn die hatte null Probleme, die hat mit der Hand übrigens auch geschrieben, die hat wirklich mit, ne, Ringfinger und Daumen, hat sie in Stift gehalten, geschrieben und so die Buchstaben gelernt, wenn sie die nicht schon kannte, weiß ich gar nicht. Also die war voll darauf vorbereitet, die muss seit Jahren das schon gewohnt gewesen sein. Vielleicht von klein auf ist das irgendwann mal passiert, wie auch immer. Keine Ahnung, was sie heute macht. Ne? Die wird ihren Weg durchs Leben gegangen sein. Aber das ist der Punkt, wo ich, interessanterweise, das sage ich jetzt mal an der Stelle zu, bin ich später in der 9. Klasse an einer anderen Schule, nochmal in einer Schülerin, die genau dasselbe hatte. Aber es ist nicht dieselbe Schülerin, hundertprozentig. Aber die hatte auch genau dasselbe Problem. Die hatte allerdings dann ein ganz anderes Verhalten als die 6-Jährige. Das kann ich euch auch mal sagen. Die war wirklich arrogant und hat sich immer darauf ausgeruht, dass sie eine Behinderung hatte. Also es gibt natürlich auch Negativbeispiele. Aber ich habe für sowas immer ein gewisses Maß an Verständnis, weil wie gesagt, ich möchte mit ihr auch nicht tauschen wollen. Es ist ja so, dass mit meinen 6 Jahren das mich beeindruckt hat. Und dann irgendwann stand ich mal vor der Schule irgendwie Unterricht zur 3. Stunde oder was auch immer, wie das in der Grundschule geht, weiß ich heute nicht mehr. Oder vielleicht war ich vor der 1. Stunde schon 10 Minuten vor Einlass da oder sowas. Die war drin, hat mir die Tür aufgemacht, während ich draußen stand. Ich konnte sie nur nett anlächeln. Ich wusste nicht mal, wie ich zu so einem Menschen guten Tag sage. Ne? Ich habe sie mir angesehen und ich hatte sofort irgendwie immer dieses gefühlte Mitleid oder Bedauern, was man eben mit seinen 6 Jahren dann so hat. Das war richtig. Das ist eine unglaublich befangene Befindlichkeit, hinter der man da ist, die extrem unangenehm ist, weil man irgendwie mit dem anderen Mitleid hat und sie steht da mit ihren 6 Jahren und lächelt und ist fröhlich und macht die Tür auf, ne, und sorgt dafür, dass es eigentlich gefühlt kein Problem für die anderen ist. Ne. Mit 6 Jahren konnte sie das natürlich noch nicht so gut. Es wird sie inzwischen bei dem Charakter, wenn sie den behalten hat, den sie damals hatte, mit Sicherheit heute immer noch haben, wenn nicht auf einem ganz hohen Niveau. Aber das sind die Dinge, die einen darüber nachdenken lassen, wie würde das Leben aussehen, wenn man selber so leben würde. Und das nochmal, das ist ja nur eine körperliche Behinderung. Ne? Da reden wir gar nicht von Menschen, die wirklich schwere geistige Behinderung haben, die beispielsweise in Behindertenwerkstätten arbeiten und, wo wir uns vorstellen, warum ist es für uns so schwer, für körperlich oder geistige Menschen das Leben lebenswert zu machen, lebensgerecht. Warum schaffen wir es nicht, Straßenbahnhaltestellen, die wir sowieso regelmäßig umbauen müssen, dann so zu gestalten, dass die da mit dem Rollstuhl oder auf Krücken laufend da rauskommen können. Ne? Warum muss da, ne, ich meine, ganz ernsthaft, selbst bei manchen Haltestellen, ja mein Gott, dann machen wir halt mal 20 Meter Länge
bei 1 Meter Breite und 30 Zentimeter Höhe verlegen wir Pflastersteine. Das ist jetzt so teuer nicht. Es ist ja nicht so, als ob in einer Großstadt in Deutschland nicht ständig irgendwo an den Straßen gebaut werden würde. Ich meine, wir kümmern uns um Schlaglöcher und auf Autobahnen und was weiß ich, aber dass Menschen, die hier dem täglichen Leben nachgehen und die dabei immer wieder belastet sind, ne, da denkt kein Mensch dran irgendwie gefühlt. Zumal man mal bedenken muss, wie lange verzögert das da jetzt so ein Fahrplan, wenn dann jetzt wieder einer mit dem Rollstuhl raus muss, dann muss die Straßenbahnfahrerin wieder hinterkommen, dann muss sie dieses Eisenplatte da hinlegen, damit diejenigen aussteigen können und dann geht das wieder so weiter und so weiter. Na, das ist, wir sehen da vielleicht jemanden, oh, die fette Sau im Rollstuhl, sitzt bestimmt bloß da drin, weil sie zu viel gefressen hat. Wo ich mir denke, Leute, selbst Übergewicht kann biologisch, genetisch bedingt sein in Extremfällen und so weiter und so fort, ne, wo man sagt, Also wo ich mir denke, ein bisschen mehr Rücksicht würde uns allen da wahrscheinlich ganz gut tun. Wie ist denn das, wenn wir versuchen, uns das vorzustellen? Nur beim Gaming-Bereich. Stellt euch das vor. Ne, die rechte Hand habt ihr jetzt gerade noch euch in Erinnerung mit dem nochmal Ringfinger und Daumen. Berührt die nochmal. Spreizt die anderen Finger einfach ab. Und jetzt legt ihr mal, wo auch immer ihr gerade sitzt, die linke Hand auf den Tisch oder auf den Schoß oder was auch immer. Und jetzt habt ihr mal die Wahl, ob ihr an der rechten Hand nur noch 2 Finger, beziehungsweise 1 Finger und den Daumen, oder ob ihr stattdessen alternativ den linken Arm gar nicht habt. Also Pest oder Cholera. Das sind beide Szenarien, die ihr nicht wollt. Brauchen wir nicht drüber reden. Stellt euch das vor, ihr seid Rechtshänder und verliert den rechten Arm. Ihr könntet nicht einmal mehr schreiben. Ihr müsstet das Schreiben komplett neu lernen. Stellt euch vor, ihr könnt nicht mehr sprechen. Gebärdensprache? Ich würde es gerne lernen, ganz ehrlich. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich jetzt damit anfangen. Ne, wenn es dafür Kurse gäbe, sowieso. Auch so eine Vorstellung. Ne? Was machen Behinderte? Wie lernen Behinderte durchs Leben zu gehen? Wer hilft denen? Wenn ich mir vorstelle, ich gehe in einer Woche, na gut, anderthalb Wochen, also übernächste Woche zu meinem Praktikum da, muss ich mit dem Zug, Straßenbahn, was auch immer hinfahren. Stelle ich mir vor, ich hätte einen Unfall verkehrsmäßig und wache im Krankenhaus auf und man sagt mir, übrigens, wir müssen Ihnen jetzt die Beine operativ entfernen oder so. Oder man stellt sich hin und sagt, wir müssen Ihnen, oder man, ich wache auf und stelle fest, mir fehlt der rechte Arm oder sowas. Ja. Dann frage ich mich als nächstes, wer bringt mir jetzt bei, wie ich durch das Leben komme? Mein Leben ist dann komplett auf den Kopf gestellt. Wie viele Lehrer im Rollstuhl kennt ihr? Ja. Wie viele Lehrer ohne Beine oder Lehrer, die nur einen Arm haben. Inklusion ist etwas, worüber Lehrer gerne reden in Schulen, wo sie dann sagen, ja, hätten wir gerne, aber es ist halt relativ schwierig, bla bla bla, weil sie meistens sich darunter vorstellen, dass darunter im Idealfall nur körperliche Behinderungen sind, aber bloß keine geistigen, bloß kein Mensch, der vielleicht, wie ich es gesehen habe, jetzt ein Schüler an einer Schule Down-Syndrom, wo dann noch eine erwachsene Pflegerin mit im Klassenzimmer sitzt, in der 6. Klasse, bei jemandem, der eigentlich altersmäßig in 8. sein müsste. Warum nicht? Ich habe, so wie ich das gesehen habe, es funktioniert, wenn man sich die Zeit nimmt. In Italien, das habe ich schon mal erwähnt, ist das eine absolute Selbstverständlichkeit. 90% aller behinderten Schüler sind an ganz normalen Schulen. Die haben damit vor 2 oder 3 Jahrzehnten angefangen. Für die ist das, ne, da gab es auch Anfangsschwierigkeiten, die haben das durchgesetzt, das funktioniert jetzt so. Aber, ne, wenn ich jetzt in diesem Krankenhaus liege und dann, keine Ahnung, mir fehlen die Beine und der rechte Arm ist ab, wer bringt mir bei, wie ich durchs Leben gehe? Ich brauche Pflege und, aber selbst wenn ich, sagen wir mal, nur die Beine nicht mehr habe, wo ich sage, ich habe 2 Arme, damit könnte ich vielleicht um mich selbst mich kümmern, ich wüsste nicht mal, wer mir den Rollstuhl bezahlt, den ich brauche. Und selbst wenn das irgendwie zu klären wäre im Krankenhaus, dann frage ich das Krankenhaus, ja, wer bringt mir jetzt bei, was gibt es für Selbsthilfegruppen und sonst was? Dann stehe ich vielleicht im Krankenhaus, frage eine Krankenschwester und die sagt, kann ich Ihnen auch nicht helfen. Ich muss jetzt weiter, ich bin hier nur zum Essen verteilen. Und dann? Dann werde ich irgendwann aus dem Krankenhaus entlassen, die geben mir einen Rollstuhl, den ich noch abbezahlen darf oder den ich noch ausgeliehen habe oder was auch immer. Und muss jetzt zusehen, dass meine Verwandten sich um mich kümmern? Oder wie ist das gedacht? Ne? Man muss sich da mal woher erfahrt ihr das? Ihr müsst dann jetzt ins Internet gehen, wo es natürlich blöd ist, wenn ich statt der Arme Verlust halt die Beine die Arme verloren habe, ne? Versucht mal ins Internet zu gehen. Auch sowas. Wir reden immer von Rollstuhl. Was ist, wenn ich perfekt laufen kann, aber keine Arme mehr habe? Ne? Das ist, wenn ich keinen brauche, der meinen Rollstuhl schiebt, aber versucht mal ohne Arme einkaufen zu gehen. Im Internet zu googeln. Schuhe bei Zalando zu bestellen, das wird verdammt schwierig. Macht man ein Bewerbungsschreiben ohne Arme. Das hat mit Barrierefreiheit dann schon lange nichts mehr zu tun. Ne? Durch die Straßenbahn, ihr könnt prima ein und raus, überhaupt kein Thema. Nur alles andere könnt ihr nicht mehr. Ne? Überlegt mal, wie oft ihr am Tag eure Arme braucht. Multifunktionswerkzeug.
Aber dieses Video soll ja nicht nur uns befangen machen oder uns schlecht fühlen lassen. Es soll uns ja auch so ein Stück weit sagen, wie gut wir es haben, wenn wir keine Behinderung haben. Oder wie gut wir es haben, wenn wir zwar eine Behinderung haben, aber mit ihr zurechtkommen. Ja, was ja keine Selbstverständlichkeit ist. Man muss das einfach mal, ja, sich so für sein Leben hochrechnen. Wie viele Jahre hat man im Leben gelebt? Wie glücklich war man in der Zeit? Und wie hätte man anders gelebt, wenn man schon von der ersten Klasse an der rechten Hand nur Daumen und Ringfinger hätte? Und das ist etwas, ne? Ich sage immer und ganz bewusst als Lehrer, hoffe ich doch, dass, wenn ich irgendwann mal aktiv Lehrer bin, es dann auch Inklusion stärker betrieben wird in Deutschland. Dass ich sowohl körperlich als auch geistig bin. Das ist schwierig und es braucht ein ganz anderes Niveau an Lehrern, das so, naja, eigentlich nicht wirklich angeboten wird. Es ist ja auch keine Pflicht, ne? Ich könnte versuchen, so einen Kurs zu kriegen, den ich leider Gottes seit mittlerweile 6 Semestern in Folge nicht einmal irgendwie habe in den Stundenplan bei mir reinzwingen können. Ne? Und das hat noch nicht mal was mit Faulheit zu tun. Der eine Kurs mehr, der bringt mich ja nicht um. Ich muss ja da keine Prüfungsleistung erbringen. Mir geht es ja dann nur um wirklich, das wäre ja dann wirklich das, wo ich sage, das ist eigentlich Studium, wenn ich was für mich lerne, was ich brauche und nicht irgendwelche Schwachsinnskurse für Kultur, Literatur, sonst was, wie ich sage, brauche ich jetzt nicht wirklich. Ne? Sondern Kurse, die mir sagen, wie kann ich tatsächlich im Leben agieren als Lehrer. Ja, denkt mal über sowas nach. Wie gesagt, das Brett vor dem Kopf der Gesunden. Wir sehen das gar nicht, dass quasi jeder 10., jeder 20. irgendeine Form von körperlicher oder geistiger Behinderung hat. Und die meisten von denen sind sehr tapfer und gehen durchs Leben. Das heißt nicht, dass ihr jetzt auf die nächsten Behinderten zugehen sollt, sie umarmen sollt und sagen sollt, ey, klasse, was ihr hier durchmacht und wann immer du Hilfe brauchst, bin ich da. Obwohl das wahrscheinlich auch eine interessante Aktion wäre. Ne? Stellt euch jetzt vor, wir würden mal einen Tag alle Let's Player in Deutschland, würden mal alle Folgen nennen, Augen auf für Behinderte oder so. Okay, das ist jetzt, da würden sich die Blinden wieder beleidigt fühlen, aber ja, ja. Behinderten-Let's Play. Wie sieht ein Blinder ein Let's Play von Kronk? Der muss das nur hören, der arme Behinderte. Seht ihr? Und schon kann man Witze machen mit Behinderten. Und es ist gar nicht böse gemeint. Denn eigentlich ist das böse Ziel der andere Behinderte, also Kronk. Seht ihr? So einfach kann es gehen. Ich glaube, man muss öfter darüber nachdenken, wie wir in Zukunft damit umgehen wollen. Wie jetzt der Zustand von Straßenbahnhaltestationen ist oder wie wir in Schulen Schüler verteilen. Und. Das ist jetzt, das wird sich jetzt nicht sofort ändern. Aber wie wir in Zukunft irgendwann einmal etwas daran ändern, das werden wir sehen müssen. Und das ist etwas, wo ich denke, schauen wir mal. Es ist vieles möglich. Und da sollten wir uns auch gesellschaftlich im Freundeskreis, bei der Familie, in der Öffentlichkeit, bei den Medien, in der Gesellschaft, in der Politik wirklich mal dafür einsetzen, zu sagen, es reißt uns kein Arm ab und kein Bein aus, wenn wir versuchen, Straßenbahnstationen sinnvoller zu gestalten, Busse so zu bauen, dass sie tatsächlich auch mal die Seite runterlassen können, ne? Luftdruck runter, da gibt es ja genug, gibt aber auch Busse, die das nicht können. Wenn wir uns mehr überlegen, dass öffentliche Einrichtungen wie Gerichte und so weiter natürlich einen behindertengerechten Aufgang brauchen, ne, da muss man jetzt nicht hinstellen und sagen, oh, das kostet so viel. Ja, aber wollt ihr stattdessen einen Hintereingang noch einbauen und mit Fahrstühlen und alles? Das ist doch. Warum zeigen wir nicht einfach, dass Behinderte ein ganz normaler Teil der Gesellschaft sind? Die sind eben nicht anders oder unnormal. Man muss die noch nicht mal als ungesund bezeichnen. Sie sind einfach ein Bestandteil. So wie es blonde und rothaarige Menschen gibt, gibt es eben Menschen mit Arm und ohne Arm und mit Bein und ohne Bein und blind und sehend und vielleicht nur mit Rot-Grün-Schwäche. Was heißt nur, für viele ist das ein Problem. Ne? Da muss man ja auch mal drüber nachdenken, dass man im Jahr 2016 immer noch, obwohl wir genau wissen, wie viele Millionen Menschen quer über die ganze Welt, und davon gibt es auch nicht wenige in Deutschland, rot-grün-blind sind, aber wir haben Ampeln, die schalten um von Rot auf Grün. Wo man sagen muss, da kann man schon von Glück reden, wenn es hier wie hier in Dresden an vielen Ampeln so ein hässliches Ampelmännchen gibt. Nochmal, von Rot auf Grün. Das ist wirklich sehr clever gelöst, muss ich sagen. Es gibt einen Grund, warum Polizei mittlerweile blaues Licht hat. Tja, also das, was ihr da vor euch seht, den großen Text, der ist weiß auf blau. Den kann jeder lesen. Deswegen war das erste X-Logo rot, das zweite grün und jetzt ist es mittlerweile blau. Bewusste Entscheidung. Gut, es ist eine Designentscheidung. Aber ich stehe dazu. Und es kann auch so bleiben. Aber man muss sich ernsthaft überlegen, wie geht's für uns durchs Leben, wenn wir gesund sind. Wir können für uns auch mal dankbar sein, dass es so ist und ruhig auch mal was tun. Und wenn das eben heißt, dass wir irgendwo mal, keine Ahnung,
0,1% mehr Pflegeversicherung zahlen, dafür aber in Deutschland behindertengerechte Aufgänge machen und, dass wir mehr Geld für sowas ausgeben. Ich denke, das kann es uns durchaus wert sein, weil A, kann es jeden von uns irgendwann mal treffen und B, ist es doch wirklich so, dass, ja, ich weiß nicht, also wenn ich mir das vorstelle, das Gehalt eines Lehrers, dann sind es halt mal 20 Euro weniger. Wofür? Dafür, dass andere gut leben können und wir mit denen, die sind uns dafür dankbar, wenn wir helfen und wir haben das Gewissen, dass wir anderen Menschen nicht, wie es ja momentan noch sehr stark der Fall ist, das Leben schwer machen. Und das muss nicht sein. Wann immer wir ein Gebäude bauen, fragen wir mal unsere tolle Bauministerin Hendricks. Ne? Wir wollen Hunderttausende von Wohnungen schaffen und die sollen billig sein und die sollen ökologisch saniert sein und modernsten Standards entsprechen. Aber wann redet einer davon, dass die Hunderttausenden von Wohnungen, die deutschlandweit fehlen und nicht nur in Großstädten, auch mal behindertengerecht sein sollen? Ne? Wenn wir in Berlin 100.000 Wohnungen bauen wollen, dann geht das nur über Wolkenkratzer und. Ja, dann müssen wir da aber grundsätzlich einen Fahrstuhl einbauen. Und dann müssen wir den Aufgang zu Gebäuden. Ich habe es nicht verstanden. Ich bin in so vielen Gegenden von Dresden schon durchgefahren mit Straßenbahn oder zu Fuß vorbei, wo ich sehe, schöne Wohnsiedlungen, da kann man auch als Behinderter wohnen, aber vor jedem verfluchten zweiten Haus ist da so ein 10 cm Sockel aus Stein. Will man damit andeuten, Menschen mit Rollstuhl dürfen hier nicht wohnen? Das muss doch für die ein Krampf sein. Kann man nicht einfach einen geraden Hochweg, das kann man wirklich, ich meine, wir haben doch von der Bautechnik her das schon geschafft, dass man da mal die 10 cm mit einer Schräge, ne? Warum? Haben wir den Zwang, Treppen laufen zu müssen? Ich verstehe es nicht. Warum haben wir dann auch noch irgendwelche Anhöhungen, Abdichtungen bei Türen noch da? Ich sage, auch das muss eigentlich schon gar nicht sein. Müssen wir irgendwelche große Werbung in Rot-Grün machen oder kann uns das mal ins Gedächtnis laufen, dass Millionen von Menschen das dann nicht sehen? Es nicht auseinanderfassen können. Ich habe mal bei einer Musterungstermin bei der Bundeswehr auch gesagt, lesen Sie mal die Zahlen da hinten an der Reihe vor. Welche Zahlen? Na, da hinten, das sehen Sie doch. Ja, das war auch Rot-Grün-Test, ne? Das war mir schon klar, was das bedeuten soll. Aber das Problem war, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Brille. Ich habe das einfach aus den 2 Meter Entfernung die Zahlen nicht erkannt, weil das sind so kleine, gepunkelte, impressionistische Bilder. Da habe ich auch gesagt, warten Sie mal, ich gehe mal ran. So, und dann habe ich der die Zahlen vorgelesen. Da hat die mir auch angeguckt, wollen Sie mir jetzt verhalten? Warum legen Sie sich eine Brille zu? Bezahlen Sie es? Fertig. Ja. Das ist nur, ne, ich bin weder behindert noch sonst irgendwas. Ich halte mich für geistig sowieso ziemlich auf der Höhe. Aber ich brauche eine Brille. Und ohne Brille hätte ich schon im Straßenverkehr ziemliche Bedenken. Aber stellt euch das mal vor. Versucht mal einen Führerschein zu machen, wenn ihr nur den linken Arm habt, wenn ihr den rechten nicht mehr habt. Ja. Vielleicht schreibt es mal in die Kommentare, was ihr euch so vorstellt. Ich habe es ja schon gesagt, in meinem Fall. Was wären so für euch die schrecklichsten Behinderungen, die euch treffen können? Natürlich, die meisten werden dann bedächtigerweise sagen, irgendeine geistige Behinderung, dass sie nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind oder sonst was. Aber machen wir es mal eine Stufe tiefer, einfacher, damit es nicht ganz so schlimm wird. Schreibt doch mal in die Kommentare, was eure Vorstellung davon ist, was eine schlimme körperliche Behinderung für euch wäre. Jetzt bitte nicht, dass im Autounfall werden mir die Eier abgerissen. Ja, also wir wollen es nicht übertreiben. Gut, das wäre schlimm. Sehr schlimm. Gut, dann müsste ich überlegen, wann habe ich dieses letzte Mal benutzt. Kleiner Witz auch nochmal eingebaut, um die Stimmung zu lockern. Wie gesagt, für mich wäre es wirklich blind zu sein, weil blind heißt im Grunde nur, aus Gefühl für mich, totale Abhängigkeit. Und im Leben ist alles das, was irgendwie das Leben lebenswert macht, für mich weg. Ne, weil, was soll ich machen? Fernsehen hören? Na gut, das Bild ist auch nicht besser. Oh, das Programm ist sowieso scheiße. Aber alles fällt weg. Jedes Let's Play fällt weg und. Allzu viele Videospiele für Blinde gibt es meines Wissens nicht. Das wären dann taktile Spiele, die irgendwo auf einer Oberfläche, im Tablet, bei dem nicht nur das Tablet erkennt, was ich bewege, sondern irgendwas unter meinen Fingern sich bewegen muss. Ne, kann man sich auch mal fragen, warum gibt es solche Spiele nicht? Warum gibt es noch kein Tetris für Blinde? Ne, einfach eine Oberfläche. Ich meine, überleg doch mal, Preileschrift, diese wunderbare Punktschrift. Na, da werden ganze Bücher übersetzt, auch noch nicht genug. Das wird mit Sicherheit tausende und abertausende von Büchern und Titeln geben, die nie übersetzt wurden für Blinde. Warum eigentlich nicht? Ne, warum gibt es dann keinen, ich weiß nicht, so eine Art Amazon-Reader für Blinde, die einfach diese Punkte künstlich erzeugt oder sowas in der digitalen Oberfläche? Wird es doch auch bestimmt geben in irgendeiner Form. Mal drüber nachdenken. Ne? Das sind alles Dinge, wo ich sage, Forschung, Gesellschaft hat noch ganz, ganz viel zu tun. Und es gibt ja diesen alten Leitspruch, die Kultur und die Zivilisation einer Gesellschaft kann man daran messen, wie sie mit den Alten, den Jungen, den Kranken und den Verletzten umgeht. Heutzutage würde man noch hinzufügen und den Behinderten. Und wenn ich mir den Zustand der Kultur und Zivilisation unserer Gesellschaft daran messe, wie wir in Deutschland aktuell mit Behinderten umgehen, sei es nun körperlich oder geistig, ja,
es ist nicht unbedingt optimal, würde ich sagen. Ich will nicht sagen, dass wir gleich als Barbaren uns bezeichnen müssen, aber es ist ganz viel Luft nach oben. Und für die meisten von uns wäre das keine große Anstrengung, ne? Jemandem zu helfen, der mit dem Rollstuhl unterwegs ist, oder zu sagen, wir akzeptieren auch mal, dass unsere lieben Kinder auch mal in einer Klasse sind, mit der vielleicht auch ein Behinderter ist, der Probleme hat. Ja, warum denn nicht? Ich meine, manche regen sich schon auf, wenn dann vielleicht einer mit Integrationshintergrund ist, wo ich sage, erst recht, mein Gott, gerade von denen kann er doch mal schnell lernen. Die begreifen aber, gut, nicht jeder Elternteil wird dazu ausgebildet, was es das heißt, wie man lernt. Denen fehlt halt die psychologische und pädagogische Vorerfahrung. Natürlich ist es immer gut, in der Klasse Schüler mit Integrationshintergrund und mit Inklusion zu haben. Gerade das entwickelt einen. Ne? Wie gesagt, ich habe im Alter von 6 Jahren da einen Menschen kennengelernt und seitdem habe ich immer, trotz aller Befangenheit, weil ich im Leben nie viel damit zu tun hatte, aber ich komme mit Behinderten mit Sicherheit schneller und besser zurecht als mit alten Leuten, was ich weniger gewohnt bin. Gut, behinderte Menschen, die haben ein Problem. Alte Menschen sind meistens ein Problem. Aber das hebe ich mir auf für einen anderen Tag und ein anderes Thema. Ja, zum Abschluss, ihr könnt Themen vorschlagen und so, ne? Wie gesagt, schreibt mal rein, was ihr euch so an körperlichen Behinderungen vorstellen könnt, die für euch schlimm wären, ne? Wie gesagt, mal einen Arm verlieren oder so oder im Rollstuhl unterwegs sein oder wie ihr die Perspektive seht. Wenn ihr Behinderung habt, vielleicht wollt ihr das mit hinschreiben oder eure Erfahrungen wiedergeben. Mich würde es interessieren. Vielleicht greifen wir das Thema irgendwann nochmal auf oder vielleicht gibt es da irgendwas ganz besonders Spezifisches. Ich muss ja nicht immer so allgemein zu diesen Themen reden. Ja, und wie gesagt, also diese Reihe X10-Thema wird eine neue Playlist kriegen. Wir werden drüber reden, was kommt. Solange wie ich keine Let's Plays machen kann oder will oder das auch nicht für angemessen halte, ist das hier eine Alternative, wo ich sage, das liegt mir vielleicht auch so ein bisschen, über was zu reden und vielleicht liegt es euch auch zuzuhören, wer weiß. So, das soll es von mir heute gewesen sein. Denkt mal drüber nach. Hinterlasst was oder nicht. Geht die Welt auch nicht unter. Und nicht jedem gefällt jedes Thema oder jeder findet alles interessant. Wir werden sehen. Bis dahin, Xane, out.